Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoob! Und zwar einer richtig spannenden, denn ich hab hier schon wieder einen Hals, Alter. Kennt ihr das, wenn immer alles mit einem Mal so kommt, ne? Also so, wenn Scheiße passiert, dann kommt immer alles gleichzeitig. Das ist total nervig. So, jetzt habe ich gerade meine neue Soundkarte bekommen, die eingebaut, ne? Funktioniert anscheinend. Und ja, jetzt geht die Taste nicht mehr hier. Das ist meine Raute-Taste, die geht nicht mehr hier. Pass auf. Kann sowas sein, Alter? Die Tastatur ist nagelneu. Jetzt muss ich immer Alt drücken und dann 35 und dann kommt die olle Raute-Taste. Die ist ja wichtig, weil du kannst sonst keine Admin-Kommandos machen. Also die wichtigste, das ist die Scoob-Taste, Leute. Also das ist doch verrückt, oder? Es soll so sein, dass ich im Moment kein Scoob mehr machen soll oder sowas. Weiß ich nicht. Es scheint ja so zu sein, ne? Weil erst das mit den Entwicklern, dass bei mir alles zerfetzt wird, dann der Patch, der den Server nochmal kaputt macht und ne, keiner findet den, die ganzen Einstellungen gelöscht. Wisst ihr, wie ich meine? Also Entwickler, Bot-System gecrasht, ich kriege einen auf der Mütze quasi, werde da rausgeschmissen, danach kommt dann hier sämtliche Symptome, dass der Patch, der 0.85 Patch, der meinen Server komplett löscht, die ganze, keine Backups da und die ganzen Einstellungen, ne? Der Name und sowas wurde umbenannt von meinem Server, sodass ich keine Wurst mehr finden konnte und hast du nicht gesehen. Ja, und dann zig Spieler natürlich dadurch wieder verloren quasi, weil ja, wenn man den Server nicht mehr findet, wenn du LP eingibst oder wie auch immer. Total dämlich alles, wisst ihr, wie ich meine? Und dann die Einstellung halt kaputt platt gemacht, ne? Also da war ein Passwort drauf, was man nicht mehr rausnehmen konnte. Also das wird ja immer verrückter. Dann halt das Level-System bei Discord kaputt. Und jetzt will ich versuchen, langsam wieder Videos zu machen, damit man sich so akklimatisiert und beruhigt. Und dann geht die Taste auf einmal nicht mehr, ne? Die Scoob-Admin-Taste funktioniert nicht mehr. Also das ist der Hammer, ne? Ich habe ja doch die alte Tastatur von mir. Habe ich gleich angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme. Ich denke, was soll denn das schon wieder jetzt hier, ne? Und die nagelneue 300-Euro-Tastatur ist die einzige Taste, die nicht geht. So, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal eine Packung nachgeguckt, ob da irgendwie so diese Switch hier. Du kannst ja heutzutage diese ganzen Tasten so tauschen und sowas, ne? Ja, waren keine Switche drin. Also für den Preis ist eigentlich gar nichts drin gewesen in der Packung. Finde ich total dämlich. Nur diese komischen, diese Haken hier, wo die Taste rausziehst halt, ne? Ja, und da habe ich das erste Mal dann probiert, so eine Taste mal auszuwechseln da. Und habe den Switch rausgenommen und den von der Nachbartaste, den Switch dann reingeballert, ne? Und das funktionierte schon wieder nicht. Und der alte Switch habe ich in der anderen Taste reingegangen, die Taste, die halt ging. Und da funktioniert es. Also das bedeutet, der Switch ist überhaupt nicht kaputt, der funktioniert. Das muss ja dann unter dem Switch sein, in der Tastatur Grundbasis, in dem Fundament irgendwie, oder ich weiß auch nicht, keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall funktioniert der Rotz nicht. Da muss ich erstmal gucken, ja, wie ist denn der ASCII-Code von der Raute-Taste, dem Hashtag-Ding hier, ne? Wenn ihr das mal braucht, also dann müsst ihr Alt-Taste drücken und dann 35, den kommt. Das ist da doof. Heute wollte ich eigentlich ein normales Video machen und euch mal ein bisschen die Waffensysteme und sowas zeigen, ne? Also diesen Charakter hier, guck mal, der ist ja neu. Wenn wir jetzt in den Fotomodus gehen, dann musst du auf P drücken. Dann hast du hier diese Effekte. Da können die Frauen ein bisschen mehr machen als die Männer, ja? Bei diesen Effekten und sowas alles. Gesichtsausdruck, guck mal. Also da können die Frauen so und sowas alles machen, ne? Und das geht bei den Männern irgendwie noch nicht. Also die Männer sind ein bisschen benachteiligt hier. Ich fühle mich auch persönlich schon fast angegriffen dadurch, dass die Frauen die ganze Zeit hier bevorzugt werden. Nein, alles gut, aber das ist der Fotomodus, wollte ich nochmal kurz zeigen. Rechte Maustaste gedrückt lassen und dann könnt ihr mit ASDF und sowas hier durch die Gegend fliegen. Euren Typ dann mal von vorne angucken, weil viele wissen gar nicht, wie man den Charakter von vorne halt anguckt. Ne? So, wenn ich Leertaste drücke, dann macht er ein Foto. Will ich jetzt aber nicht. Das ist unser neuer Charakter. Das ist der von DLC. Den kann man für 15 Euro dazu kaufen. Und wenn euch das Menü da stört, wenn du jetzt ein Foto machen willst, dann drückst du auf Minus und dann geht diese Oberfläche weg. Ne? Dieses HUD, das Overlay-Ding. Kannst du mit Minus an- oder ausmachen. Ne? Escape. Und genauso kannst du hier auch mit Minus an- und ausmachen. Siehst du das? Ich wollte euch eigentlich den Raketenwerfer und so zeigen. Ich kenne den selber auch noch nicht. Und dann fängt das hier mit der Grütze an, Alter. RPG-7. Boah, das ist gleich das richtige Ding hier. Guck mal, das ist zum Beispiel eine von diesen Raketendingern hier.
Und damit wollen wir gleich mal den Roboter versuchen zu traktieren, liebe Freunde. Ich habe das, wie gesagt, auch noch nicht gemacht. Das ist jetzt alles hier mit euch zusammen Live-Schaltung. Und ich wollte einfach mal einen Raketenwerfer gucken. Also wenn ihr den bei uns auf dem Server findet, ne, behaltet den bloß, weil der Loot ist schon weniger, als wir es gewohnt waren. Ne? Da freut man sich schon, wenn man denn was findet. Also so sehe ich das zumindest. Ne? Jetzt weiß ich die Munition aber gar nicht, Leute. Also ehrlich. Rocket oder wie heißt das? Nee, Rock mit 1K. Rocket. Spätkrieger, wieso zeigt er das denn an? Also 40 waren ja diese kleinen Dinger, ne? Was ist das hier? Ey, das sind die Dinger, guck mal. Das ist ja heute Zufall. Und da ist auch noch eine zweite Version. Einmal M, einmal V. Lass uns das mal gemeinsam gucken. OG7V. Ich habe keinen blassen Schimmer. Gehen wir hier weiter weg. Also wenn wir uns die so betrachten hier, dann ist das hier irgendwie so ein Sprengding und das sieht aus wie so ein Pfeil. Lass uns das Ding mal nehmen hier. Shift und R. Eine kann er laden. Untersuchen. Da soll ein Propeller dran sein. Eine Hitzerakete. Also Hitze, Hitz, Hitz, Hitzerakete. Keine Ahnung. Einlegen. Okay, da vorne guckt der Pinökel raus. Guck mal, wir gehen nochmal wieder. So sieht das Ganze aus. Wenn wir jetzt im Fotomodus sind, guck mal, so sieht das aus hier. Sieht schon geil aus. Ich bin gerade hier bei diesen blöden Wischen. Dann das für ein Vieh. Mann. V. P. Minus. Guck, wie er guckt. Ups. Ja, ich bin auf Leertaste gegangen. Leertaste ist ja normalerweise springen oder nach oben halt. Und deswegen im Fotomodus drücke ich immer Leertaste, wenn ich nach oben fliegen will. Aber das geht ja gar nicht hier, weißt du. Richtig und wichtig wäre es doch dennoch. Okay, ich fahre mal dich dran, ne? Oh, du sollst da reinsteigen. Ich gehe da in eine Hütte rein oder so. Da muss irgendwie. Ich muss dich da ran. Kann ich jetzt schießen durchs Haus, durchs Dach, Dings hier? Ne. Nimmt er nicht in der Hand, okay. Muss man ja mal ausprobieren, ne? Denn richtig und wichtig wäre. Okay, wir müssen irgendwo in eine Hütte rein oder so. Kuckuck. Ja, Robin bleibt entspannt. Ach, alle. Oh, steig doch mal schneller aus, Mann. Wir sind hier auf dem Sonntagsspaziergang, Digga. Das hat funktioniert. Oh, Dicker. Ey, Mann, ich hab da kaputt gemacht. Ich hab mein Auto kaputt gemacht. Ey, das schießt da durch hier.
Ach, das ist ja albern. Das ist ja wieder Quatsch hier. Das schaffe ich nicht. Total doof wieder, So, tada, Sound an, wir sind da. Oh ne, nicht so wieder ein Zombie, Alter. Mann, Digga, geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Das steigt doch nicht so blöd aus. Wieso haben die Entwickler das noch nicht schneller gemacht? Das ewige langsam ein- und aussteigen, weißt du, wie ich meine? Oh Mann, nerv mich doch nicht, Alter. Na, guck doch da nicht so hin, ey. Was ist das denn gewesen gerade? Guckt ja, habt ihr gesehen? Er hat den irgendwie anvisiert, ey. Ich mach gar nichts. Ist das eine neue Funktion von Scoom oder was? Geh, hör auf damit. Ich will das nicht, dass du die Leute anvisierst. Wo ist die Rakete jetzt? Komm her, ja. Ach, das ist die Axt. Nimmst du mir die Axt weg? Das ist einfach wieder Katastrophe hier, Leute. Das ist einfach nur Katastrophe. Oh. Du nimmst jetzt hier die 1. Da ist er doch. Hier, jetzt komm. Oh. Komm, geh weg. Wo greift er denn hin? Ja, komm jetzt hier. Ja, schnell weg. Oh. Oh. Jetzt kriegt er aber eine Nuss hier, da. Jetzt kriegt er einen Gong, pass auf. Dreckiges hier, Alter. Was soll das denn schon wieder? Wo ist jetzt der Wasserbunker? Müsste theoretisch doch hier irgendwo kommen, ne? Also das sieht doch schon wieder voll hier extrem lange. Oh, das ist ein... Warte mal kurz hier. Halt! Oh, shit, ich bin zu weit. Oh, nee. Geht das wieder raus? Kein Bock mehr. Ist er durch? Guck mal, hat er mich getreten oder was? Ah, jetzt die Tür noch zu. Moment. Komm gleich wieder, du. Oh, jetzt kommen die Viecher hier wieder. Beeil dich doch. Was ist denn langsam, Digga? Was läuft der auch noch so langsam, ey? Das wird doch wieder nix. Oh nee, ich muss weiter weg. Jawohl, ich hab ihn getroffen. Oh, jetzt kommt schon wieder einer, das gibt's da nicht. Hallo, ich will Hobbys machen. Oh, mein Auto ist kaputt. Wieder hat der mich denn getroffen jetzt? Ja, ein tödliches Treffer, ne? Na warte, ey. Und dann ist das noch so ein dusseliger alter Robby, ne? Die sind richtig scheiße. Na komm, lad doch mal schneller mal. Der hat eine Packung gerade bekommen, ne? Wo ist der andere? Na komm! Der legt sich gar nicht hin. Also kann sie dich hinlegen mit dem Ding oder was? Blöde, ja, ey. Das ist wieder so doof gemacht. Komm, schieß doch. Boah, Digga, bis der so weit ist, das dauert Stunden, Digga. Den zweiten Raketenwerfer. Warte mal. Ich glaub, der kommt gerade. Der ist hinter der Wand, ne? Müssen wir die Axt weg.
Mensch, dauert das als lange, Alter. Und jetzt habe ich zwei Raketen. Ja. Sieht auch cool aus. Also das dauert auch sehr lange, bis du schießen kannst, bis du zielen kannst und so. Ne? Das sieht cool aus, oder? Rocketman. Oh, kannst du mal explodieren, du Typ? Du gehst mir jetzt schon auf den Sack. Die Zombies sollen mich mal bitte in Ruhe lassen jetzt. Ich will mich auf Viecher konzentrieren hier. So, jetzt brauchen wir noch eine gute Position. Wo ich treffe und er mich aber nicht. Irgendwie so. Stelle ich mir das zumindest vor. Die Zombies dürfen auch nicht nerven. Jetzt guckt mich direkt, Alter. Ja, gut. Seine Dinger gehen natürlich da durch und meine. Sehr gut. Oh Mann. Ich will mal die anderen ausrollen, diese M-Dinger. Ja gut, das dauert wieder ultra lang, das nervt ein bisschen, ne? Was ist denn das jetzt? Oh, der blöde Sprengi oder was? Muss irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendeine Stelle muss man da haben. Auf den Turm oder so. Der Robby schießt ja auch immer da durch überall, ne? Guck mal, da kommt schon wieder ein Zombie, Alter. Das ist nicht nochmal. Da oben vielleicht? Oh, nee. Ich hätte die Zombies irgendwie ausstellen müssen, glaube ich, im Menü oder so. Die stört ja total, ne, beim Testen hier. Da ist ein normaler Robby. Haben wir keinen schwarzen Robby oder was? Ja, normalerweise gibt es ja mal bei jedem Standort zwei Robbys, oder nicht? So, hier oben habe ich bestimmt meine Ruhe, oder? Oh, geht das hoch, Alter? Treffe ich wieder nicht, wenn wir so weit weg sind. Immerhin habe ich hier meine Ruhe vor den blöden Robbys. Doch, der ist ein schwarzer, guck mal. Guckt schon doof. Bin ich echt da? Wunderbar. Ja, hier. Kann mich auch nicht hinlegen, ne? Das ist unfassbar, Leute. So kann er sich nicht hinlegen. Oh, ich mach's mal ein bisschen leiser, ne? Das stört. Ich kann noch nichts machen, er lädt nach. Jetzt erst. Das ist ja auch wieder Blödsinn, sowas, oder? Wie lange das dauert? Da kannst du ja den kleinen Granatenwerfer genauso nehmen wie die Dinger hier. Also, weiß ich nicht, das ist doch wieder Blödsinn. Wisst ihr, wie ich meine? Also, die hauen schon rein, die Dinger normalerweise. Ja, guck mal, der braucht so lange zum Nachladen, dass er mich schon abhaut. Oh. So, jetzt komm.
Er ist down. Oh, wie blöde der sich hinsetzt. Explodiert gar nicht. Also hier. Daumen nach unten, Alter. Das macht keinen Spaß, sie wegzumachen. Also der sitzt da jetzt, ne? Weil er deaktiviert ist, aber der steht gleich wieder auf in 5 Minuten oder sowas. Das ist total bescheuert. Aber den hätte ich gerne nochmal gesehen, ne? Ah, zwischen die Rippen gehauen hier, Junge. Also das waren, glaube ich, wie viel haben wir gemacht? 6 Schuss? 5 Schuss? Ich glaub, 5 Schuss, ne? Gut. Nimm mal diese Stabdinger hier 5 Stück. Kommt der schwarze Robby jetzt oder was? Warte mal, ich spawn mir mal so eine Phoenix-Dings hier. Phoenix-Feder. So, okay, das ist doch eine gute Idee, ne? Braucht wesentlich mehr, total übertrieben. Ich nehme gleich mal die anderen Dinger wieder, wa? Ich habe jetzt auch nicht mehr gezählt. Wechsel doch mal schneller. Ja, warte, ich mach die mit M, ne? Zwei. Diese mit dem Knödel da dran. Der andere hatte, brauchte ja 5. Jetzt sind wir schon bei 30 oder so. Ey, das ist ja wieder albern. Ist doch so. Ist doch Quatsch. Selbst wenn die Dinger nicht so stark sind wie die hier, muss man doch nicht so übertreiben, dass es so viel dauert da. Wieso? Wo ist dieser blöde Piephahn denn, ey? Wieso explodiert der denn nicht mal? Der hat noch einen Zwischenhörner gekriegt, ne? Schneller, Digga, ich drück doch die ganze Zeit. Er ist down, Digga. Aber gezählt haben wir jetzt nicht, ne? Also das war ja schrecklich lang. Jetzt musst du den wieder in die Hand nehmen. Mann, seht doch mal zu jetzt hier. Ich will da hin. Ich will die Leichen looten hier. Jetzt kommen gleich wieder die Nerv-Zombies. Boah, dieses Management mit den Waffen, ultra schwierig. Weil ich habe auch keine Geduld, diesen Scheiß hier mal zu machen. Weil man schläft ein beim Zugucken. Los, jetzt auf die Schulter. Nach ran, alle Leiter, sieh zu jetzt hier und abwärts. Boah, fast eine Stunde haben wir gebraucht, um den dusseligen Roboter platt zu hauen, Alter. Und wenn ich da jetzt hinlaufe, dann steht der andere bestimmt gleich auf und killt mich, ey. Irgendwie so eine Scheiße, ne? Oh ne, da ist ein Zombie da unten. Oh, das ist doch wieder Quatsch jetzt hier, Digga. Das ist schon wieder Quatsch, ne? Die dusselige Leiter. Ah, das ist ja fürchterlich. Verpiss dich. Ich will jetzt looten hier. Das nervt mich nicht, ihr Blendsam. Oh, wie zusammengepresst der aussieht. Ja, aber wie gesagt. Oh, dauert das lange. Ich glaube, es hat. Wir können ihn looten. Und wir finden hier, oh, guck mal, hier Leute, Digga, was ist das denn? BCU-Log? Cool. Gibt's ja auch seit dem Patch neu. Munition, so. Endlich haben sie da mal ein bisschen was reingebaut, ne? An Loot. Gab's vorher nicht. Aber der sitzt auch so blöde hier. Die sollen auseinanderplatzen hier, Viecher. Schneller. Mann, der zieht schon wieder so lange die Waffe nicht, ne?
Oh nee. Oh, ich habe ihn, er nervt mich nicht. Eine Panzerfaust. Mit so einem Raketenwerfer-Ding hier. Auf den Zombie schießen. So, lass mal gucken jetzt hier. Das ist Tränengas. Das BCU-Schloss. Granaten, C4. Ja, lässt sich sehen, ne, oder? Ja, wir sind durch. Endlich haben wir es geschafft, liebe Leute. Ja, ein bisschen lang hat das gedauert mit dem hier, ne? Aber wie gesagt, ich habe auch irgendwann dann aufgehört, das zu zählen oder so. Das war echt so blöd. Der Kleine hat aber von den Fetten hier 5 gebraucht. Das geht noch. Und der hier, ja, weiß nicht. Das war schon, das kam mir ein bisschen lang vor, ne? So 20 die dünnen und 5 von den Dicken hier oder so, irgendwie so, ne? Man kann sie kaputt machen, man kann sie looten. Ihr habt es gesehen. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was dazu gelernt. Denkt dran, ne? Nicht zu dicht schießen. Mit diesen Granatwerfern. Soll ich mal gucken, was das Zeug mit mir macht, wenn ich hier drin stehe. Das soll jetzt dieses Tränengas sein, wisst ihr? Habe ich auch noch nie ausprobiert. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Also er kann nicht mehr rennen. Also du wirst dann einfach nur blockiert quasi. Kann man die in die Tasche machen? Nee. Auch nicht aufheben und wegschmeißen. Muss man ja alles mal probieren, ne? Okay, die ist leer. Oh, mal gucken, wie lange das Zeug hält. Er schwankt jetzt ein bisschen durch die Gegend. Ja, die. Und wenn wir hier auf Stoffwechsel gehen. Hat ein blasses Gesicht hier. Blutschot-Eis. Oh, die Hände tun ihm weh, weil ich so oft die Panzerfaust gewechselt habe. Das ist so geil. Okay, Tränengas kann auch ganz schön nervig sein. Auf jeden Fall für PvP ist das eine fiese Nummer, wenn du jemand Tränengas vor die Füße schmeißt. Musst du sehen, dass du wegkommst. Oder eben eine Maske aufziehen, ne? Die sollte ja sicherlich funktionieren, die Maske. Sonst wäre das ja suboptimal. Die Wirkung dauert doch recht ziemlich lange, ne? Aber, liebe Freunde, so ist das. Voll geil, ne? So, zum Abschied. Wenn ihr nichts mehr sehen. Dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen schon wieder oder abends im Livestream. Wenn meine Tastatur hier funktioniert. Und dann, bis dann.